noch danken für seine Tätigkeit. Sein Wesen ist Vornehmheit. Sein Wesen ist Liebe zur Kirche. Sein Wesen ist der vornehme Umgang mit den Kindern. Ihr habt ihn ja selber hier in Kaltern kennengelernt. Und es ist wirklich recht, dass wir ihn heute feiern. Vor genau 50 Jahren standen Hermer und ich auch an dieser Stelle. Aufgeregt waren wir, die Knie haben gezittert. Wir durften dem jungen Kalterer Prämissianten ein Gedicht vortragen. Auswendig haben wir es gelernt, fleißig geprobt und nicht gestottert. Voll stolz, dass wir mit Ihnen, lieber Kurat, diesen Tag feiern dürfen, möchten wir heute wie damals unsere Glückwünsche überbringen. Wir hoffen, dass Sie noch lange in guter Gesundheit in unserer Mitte bleiben dürfen und dass wir bei Ihrem 60-Jährigen auch wieder dabei sein können. Möge Ihnen Gott der Herr noch viel Kraft für den Herbst des Lebens schenken. Das wünschen wir Ihnen vom ganzen Herzen. 50 Jahre Priesteramt, dafür gilt Ihnen Lob und Dank. Wir alle sind gekommen, die Schlimmen und die Frommen, mit Posaunen und Trompeten werden wir auch für ihn beten. Ein schönes Fest wird für ihn bereitet, Gottes Segen möge ihn begleiten. Wow. Thank you.
Leitern der Pfarrgemeinde, quasi zu dem Festtag unseres Kuraten recht herzlich willkommen. Es freut mich, dass ihr zu unserem Jubilar herkommen seid und ihm die Wertschätzung entgegenbringt. Ich möchte bei dieser Gelegenheit allen aufrichtig danken, die in irgendeiner Weise dazu beigetragen haben, das Fest vorzubereiten. Recht vergelt's Gott. Lieber Kurat, als Zeichen unserer Wertschätzung darf ich Ihnen ein kleines Präsent überreichen. Es sind diesmal ausnahmsweise nicht Bücher, keine Dokumente und auch keine Urkunden. Es ist eine Reise nach Rom. Wir wünschen Ihnen viel Freude auf der Hin- und Rückreise und für die Zukunft viel Gesundheit und Schaffenskraft. Lieber Kurat, ich möchte mich den Dankesworten vom Erich anschließen. Besonders möchte ich aber in diesem Moment auch dem Erich danken. Er ist Ihre rechte Hand unten am See. Das habe sogar ich gesehen. Ich bin noch nicht so lange am See. Ich denke mir, der Erich macht so viele stille Momente für Sie im Guten. Und ich möchte ihm auf diesem Weg danken, dass er dieses Fest für Sie so wunderbar vorbereitet hat. Es haben heute alle Faktoren mitgespielt. Das Wetter, die Menschen, die gekommen sind, so wie der Kassang in seinem Gedicht gesagt hat, die Schlimmen und die Frommen. Und ich möchte dem Erich hier im Namen des Serberkirchenrates und der Serbergemeinschaft ganz, ganz aufrichtig danken. Lass uns jetzt mit einem guten Glas Wein auf Ihrer Fest anstoßen. Simon Auerwärts erzählt, bei ihrem Einzug in Kaltern hat es ein Wetter gegeben und haben sie warten müssen. Und trotzdem hat es ihr Priesterleben jetzt 50 Jahre angehalten. Und heute haben wir ein Wetter, wenn man so schön sagt, wenn Herrgotts Kinder feiern. Und das kann da ein gutes Zeichen sein, dass es noch lang, lang weitergeht. Die Mose hat Kek gewesen. Der Mond ist heute die erste Frau gewesen. Wir sind gestern nicht Predigt und Dank gekommen. Wir haben hier und da Kontakt gehabt. Und wir sind noch nicht gegangen. Predigt und Dank. Ich bin Wallfahrten gegangen. Was hast du denn so, die Wallfahrten zu gehen? Du bist nicht mehr mein Ministrant. Er hat abgesetzt. Aber nach einer Woche bin ich schon wieder aufgenommen worden. Bin von den Stranden des Kooperator und Viertel eingegangen. Und dann war es wieder in Ordnung gewesen. So wusste ich heute ist. Wenn ich studieren gegangen bin, so. Sagen wir uns auf 5 Konto gewesen durch die Ruhe. Meine weiß ich. Und das Jahr drauf bleiben wir 2. Ich kann nicht alle, mit allen mein Glas schon umspannen. Den wir so nicht machen. So, für alle gelten wir da sein. Das Namen. Und
Mann, es klingt nicht so weit.